Curious, what are you doing now? I Beginn can, you gleich know, unseren. I have my mobile toothbrush. So in theory, I could just go brush my teeth. It's time. It's always time. So, wir sind jetzt online. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen heute zum 5. Queer Talk. Heute geht es um das Thema Refugees und wie es den LGBTIQ-Personen in dem Kontext geht. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Marti Huber von Queer Base. Schön, dass du heute da bist. Und dann darf ich ganz herzlich begrüßen nochmal Faris, auch von Queer Base und unter anderem auch bei Afro Rainbow Africa. Schön, dass ihr heute da seid und ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit euch. Afro Rainbow Austria. Afro Rainbow Austria, sorry. Genau. Ich würde mich freuen, wenn jetzt Marti sich einmal vorstellt und kurz einmal etwas über sich erzählt und danach Faris. Ja, hallo, mein Name ist Marti. Ich bin eine der Mitbegründerinnen von Queerbase und bin aktivistisch unterwegs seit Mitte der 90er Jahre, also schon eher ein altes Häschen. In der Villa, in der türkis-rosa-lila Villa, dort ist auch die Queerbase verortet und habe sonst viele andere Dinge gemacht im Kulturbereich. Unterrichte auch in der Akademie der Bildenden Künste, Kunst- und Kulturvermittlung. Aber so verschiedene Steckenpferde. Und die Queerbase ist mir so ein bisschen passiert. Okay, das klingt schon einmal sehr gut und interessant. Und für unsere Zuschauer da draußen, nicht wundern, wir werden heute zwischen Deutsch und Englisch etwas hin und her wechseln. Das heißt, Faris wird mit uns in Englisch sprechen. Bitte, Faris. Hi, my name is Faris Kuchi. I'm originally from Ethiopia. Used to be a client of Queerbase, but now work in Queerbase as a project coordinator for mental health project that we have at Queerbase. I'm also active member of Afro Rainbow Austria, and then also co-founder of House of Kura Maile, which is an Ethiopian advocacy organization that I started together with my advocate friends. I'm also doing performance art and doing a lot of advocacies and activism work around being queer and Black and from Africa and also a refugee. Thank you for having me. It's a pleasure. Also wir wollen ja jede Woche einmal diesen Queer Talk absolvieren und unseren Zuschauern eben dadurch ein bisschen etwas anderes näher bringen, ja, ein bisschen einen Bildungsauftrag erfüllen. Und heute geht es eben um das Thema Flüchtlinge und wie geht es den geflüchteten LGBTIQ-Personen dabei. Und mich würde persönlich interessieren, wie ist es dazu gekommen, Queerbase zu gründen? Wie lange gibt es den Verein schon? Marti? Ja, auf dem Papier gibt es den Verein seit 2016, seit dem Frühjahr 2016. Es gab aber schon in der Wiener LGBTIQ-Community eigentlich so seit 2011 ein Netzwerk, um geflüchtete Queers zu unterstützen. Auch, also es gab immer schon Leute, die in Österreich deswegen Asyl beantragt haben. Also ich habe, glaube ich, einen Fall gefunden aus 1982 von einem Iraner, einem schwulen Iraner, der Asyl bekommen hat. Aber es war so, dass halt es immer komplizierter und komplexer wurde, in Österreich überhaupt Asyl beantragen zu können und das Ganze auch durchzustehen, dass wir dann gemerkt haben, wir müssen das ein bisschen auf bessere Beine stellen. Und haben dann eigentlich so Ende 2014 angefangen, mit allen möglichen Leuten zu reden, also aus diesem Netzwerk heraus versucht zu sagen, da braucht es strukturell andere Angebote, weil viele Queers aus den Bundesländern zum Beispiel, die im Asylverfahren waren, nach Wien gekommen sind, um hier
Schutz zu suchen, weil das Problem ist einfach, dass sie viele in den Unterbringungen Angst haben, geoutet zu werden, Angst vor Übergriffen haben und einfach auch Community vermissen und auch Unterstützung und Support brauchen in der Art. Und das Problem ist, wenn man von einem Bundesland nach Wien geht, einfach dann verliert man jede Unterstützung, die der Staat gewährleistet. Die sogenannte Grundversorgung ist dann vorbei. Das heißt, es gibt kein Recht mehr auf Unterbringung, auf Essensgeld oder Kleidungsgeld, keine Krankenversicherung. Und in der Villa war es dann immer öfters so, dass Leute bei uns in der Bibliothek geschlafen haben und es ist für niemanden angenehm, also weder für die, die obdachlos geworden sind, noch für die Menschen, die in der Villa Gruppen halten oder sonst wie aktiv sind. Und es hat relativ lange gebraucht, bis wir irgendwie uns Gehör verschafft haben, aber dann im Frühjahr 2015 gab es dann quasi so diesen Durchbruch mit einem Okay von der Stadtregierung, dass da strukturell etwas geändert werden muss. Also sprich, die Stadt Wien hat etwas sehr Großartiges getan und versprochen und auch bisher immer gehalten, nämlich LGBTIQ-Refugees in Wien in die Grundversorgung aufzunehmen. Wie ihr vielleicht wisst, ist das alles verteilt mit Quoten auf die Bundesländer und es ist rechtlich gar nicht so einfach. Also es müssen jetzt die anderen Bundesländer zustimmen, es muss das Innenministerium zustimmen. Aber dann geht es wirklich darum, dass Menschen vor Obdachlosigkeit und Gewalt beschützt werden und endlich Zugang haben zu einer Community. Deswegen gibt es uns und es ist so gesehen eigentlich so eine Fortsetzung von Geschichte auch für Häuser wie die Villa, sicheres Wohnen zuerst einmal zu organisieren. Und dann ist das zweite große Standbein, also neben Wohnen und Community, ist die Rechtsberatung, weil es sehr viele Vorurteile gibt und auch sehr viel Scham und Stigma. Und da ist ganz wichtig, dass wir es geschafft haben, einerseits Rechtsberaterinnen aufzubauen, die auf das spezialisiert sind, und auch Dolmetscherinnen und Dolmetscher aus der queeren Refugee Community, die gemeinsam für so einen Safe Space auch sorgen in der Vorbereitung und Begleitung, was das Rechtliche betrifft. Also für mich hört sich das an, dass es sehr, sehr dringlich ist, dass es euch gibt, ja, und dass einfach ein großer Bedarf auch da ist. Nur macht ihr auch Schulungen jetzt für die Menschen, wenn die jetzt das Asylverfahren durchmachen, dann treffen sie ja auch verschiedene Personen. Das fängt jetzt an bei der Polizistin oder beim Polizisten an, geht dann über mehr Anwälte etc. Und ich habe oft das Gefühl, auch aus den Medien heraus, dass überhaupt keine Schulungen stattfinden. Ja. Also man hat immer wieder Vorfälle, wo mit den Personengruppen einfach wirklich schlecht umgegangen wird. Und ja, also ich habe das Privileg gehabt, in Österreich auf die Welt zu kommen. Nur ich kann mir das, also es ist schrecklich, sich vorzustellen, wenn man jetzt aus Äthiopien zum Beispiel da verfolgt wird. Es sind über 70 Staaten auf der Welt, in denen Menschen aus der LGBTIQ-Community verfolgt werden oder teilweise sogar denen mit der Todesstrafe gedroht wird. Was sind da deine Erfahrungen, Faris? Es ist ein extrem wichtiges Thema, das du anschneidest und wir haben unterschiedliche Erfolge, sage ich mal. Natürlich wäre es ganz wichtig, dass schon bei der Asylantragstellung, und die passiert meistens bei der Polizei, die Menschen, die dort arbeiten, sensibilisiert sind für das Thema. Wir haben auch versucht, in einem Fachzirkel das zu thematisieren. Das ist ein bisschen es ist ein bisschen stecken geblieben, auch quasi durch die Unterbrechung der türkis-blauen Regierung. Also es war schon in den Startlöchern. Wir haben sehr viele Schulungen und Workshops gemacht im Bereich von Organisationen, die im Asylbereich arbeiten, ob jetzt Caritas, Volkshilfe, Diakonie. Wir arbeiten auch sehr, sehr eng mit der Diakonie zusammen. Also wir haben mit denen gemeinsam eben ein Wohnprojekt, also wo
dann WGs zur Verfügung gestellt werden, also LGBTIQ-WGs, da haben wir ungefähr, weiß ich nicht, 60, 65 Plätze im Moment, mit einer anderen Organisation, Tralalobe, auch noch mehr. Das heißt, da sind wir auch in einem sehr praktischen Austausch und wir machen Schulungen und Workshops auf Fachhochschulen für soziale Arbeit, für Rechtsberaterinnen bei der Caritas, Sozialberaterinnen bei der Diakonie und in diversen Unterbringungen. In Wien insbesondere, manchmal auch eben österreichweite, also für eben Caritas Rechtsberaterinnen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele der Organisationen, ob jetzt eben bei Häusern von der Volkshilfe und so weiter, Samariterbund, wirklich die Menschen, die dort arbeiten, sehr froh sind, dass es uns gibt, weil sie auch wissen, sie können sich bei uns melden, wenn sie das Gefühl haben, da könnte jemand sein, der oder die eine Klientin ist, die eventuell diesen Fluchtgrund hat. Viele haben eben auch Sorge, sich zu outen. Und da sind diese Schulungen extrem wichtig, weil manchmal gibt es dann diese Fragen, ja, aber wenn ich zwar das Gefühl habe, dass jemand vielleicht schwul ist und ich frage den dann so direkt, das ist dann vielleicht unangenehm. Ja. Und da versucht man halt auch gewisse Möglichkeiten zu entwickeln, wie man professionell gut mit dem Thema umgehen kann, ohne die eigenen Stereotype wiederzugeben und so weiter. Apropos Stereotype, das sind natürlich die relativ massiv in die Medien gegangenen Geschichten aus dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl auch bekannt geworden, die sehr massiv eben auch mit Stereotypen zum Teil arbeiten, auch weil sie es nicht besser wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denen irgendwie sage, sie sind per se homophob zum Beispiel, sondern da geht es wirklich um Schulungen, auch die eigenen Vorstellungen zu bearbeiten. Wir haben mit dem UNHCR gemeinsam es nach, glaube ich, 2 Jahren Vorbereitung geschafft, Richter und Richterinnen des BVWG, also des Bundesverwaltungsgerichts, zu schulen und einen Workshop abzuhalten. Das BFA wird auch Schulungen haben, aber nicht mit uns. Sie wollten lieber nur mit dem UNHCR arbeiten. Das ist für uns okay, weil wir natürlich auch vor Ort Vertretungen machen und das kann schon auch unangenehm sein für Beamtinnen, die von uns geschult worden sind und dann vielleicht in einer Vertretung, also wo Queerbiz die Rechtsvertretung macht, dass sie dann vielleicht eher Schwierigkeiten haben mit den Abgrenzungen. Aber ja, da, also auch wenn wir das nicht machen, gibt es trotzdem quasi das Bewusstsein, hier muss mehr Sensibilisierung geschaffen werden. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Erfolg für Queerbiz, dass da doch einiges passiert ist. Okay, danke. Okay, Faris, dann hätte ich noch eine Frage an dich, speziell wie das ist, also die Erfahrung aus der Flucht heraus. Man darf nicht über seine sexuelle Orientierung sprechen. Und dann kommt es eben dazu, dass man jetzt auf einmal von Menschen gezwungen wird, darüber zu reden. Ja. Also wie geht man damit um und was würde man sich von dem Gegenüber wünschen, die dann also in der Asylbehörde sitzen, wie die mit allen umgehen? Ja. Also was würdest du dir da wünschen? Beziehungsweise was sind die Forderungen, die du immer wieder in der Arbeit mit QueerBase mitkriegst? I think it differs from people to people, experience wise. For instance, if I share my experience, it would be like a little bit more special because I was an activist working on the LGBTI issue. Other than that, for instance, in Ethiopia, other than being homosexual or transgender or any of the LGBTI member, being active and then vocal about it can also be a lot more dangerous. And that's exactly what I categorize into that. And I was also very aware of this fact that, like, you know, I'm not just being only that member of the
the community, but also, like, you know, I'm being an activist and I'm being political about it. So there is a lot more danger attached to it. And I document my experience. And then also, like, you know, as Marty said, also, like, you know, the systems also, especially, like, you know, the asylum seeking process function in a very stereotype way. And for the people in the systems who are just, you know, functioning in a very boxed mentality, doing the tick, 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 and not really go into what it means gender spectrums and gender expressions and identities and sexual spectrums and, like, you know, the orientations, without that really depth understanding of what it means, I fit into directly into this stereotype. So it's a lot more easier for me when I came to Austria and then ask for an asylum on these two very visible facts. And my experience of seeking asylum in Austria is very fast and facilitated and really, like, comparatively very easy. Personally going through it, it was not an easy thing to go through it for 7 months, just being stuck in one space and not doing anything. And also, like, when you are also a very productive person and going doing a lot of things, then you're shut down into one thing. So it really differs from people to people how they experience it. But, like, the main thing is the system operates in a very stereotyped way, just checking the boxes, which makes it very difficult. As you know, it's a very complex issue that we face. And there is a lot of development that needs to be done. And that's exactly the work of QueerBase, what we do in QueerBase come in. It's very challenging and there has to be a lot of work to be done and a lot of support to be given, especially for QueerBase and to the work that we do. And then also, like, you know, after you go through these systems and, like, you know, if it is, like, you know, positive and then really, like, regarded as a really a celebration, but that by itself is also another challenge that need to be, like, you know, also dealt with, where you're just being dropped into the system, which is designed to be not to recognize your body and your needs. So it's a bit complex, which needs a lot of work, which a lot of organizations, including QueerBase, for Rainbow Austria and different organizations, also Soho and other organizations trying to bring into the consciousness of the system. Es hat ja einen sehr berühmten Fall gegeben, der medial gegangen ist, wo es darum gegangen ist, dass Mitglied der LGBTIQ-Community nicht die Benennungen der Farben der Flagge gewusst hat und aufgrund dessen dann, ja, einen negativen Bescheid hätte bekommen sollen, dann ist sie angefechtet worden. Und genau das ist das Problem. Wie soll ich das beweisen? Ja? Wie soll ich mir jetzt dann rechtfertigen, dass ich queer bin? Ja? Und natürlich ist es einfacher, wenn man sich politisch engagiert, ja, dass das irgendwo festgehalten ist, dass man für die LGBTIQ-Rechte einsteht. Aber ja, für all die anderen Menschen stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Und du hast ganz, ganz recht. Es ist ein sehr breites Spektrum. Es ist sehr schwer einzufassen. Und deswegen braucht es Aufklärung von den Menschen, die im Asylzentrum arbeiten, von den Polizistinnen und Polizisten. Und ja, wie viele Mitglieder hat QueerBase, Marti? Gibt es da Zahlen? Ja, wir haben nicht so eine klassische Mitgliederstruktur, aber es sind ungefähr, ich weiß nicht, 550 Personen, die bei der QueerBase Support Unterstützung gesucht haben in den letzten Jahren. Also, und es sind schon, ich würde mal sagen, ich müsste nur mal die Zahlen genauer anschauen.
Bin schlecht vorbereitet anscheinend. Aber es sind doch sehr einige, also einige positive Bescheide. Es sind sehr viele noch im Verfahren. Also wir haben sehr viele, ich glaube über 30%, die seit 4 Jahren im Verfahren sind. Und das betrifft insbesondere schwule Männer aus dem Irak, quasi eine der größten Gruppen, mit denen wir zu tun haben, also von den Ländern her. Äthiopien ist da eher eine sehr kleine, also ich glaube, das waren 3 oder so. Aber trotzdem, das ist auch eben, jeder Einzelne ist da genauso wichtig. Die Länder, also die Menschen kommen aus 25 verschiedenen Ländern, also von Russland, Tadschikistan bis Iran, Irak, Syrien, Pakistan, Afghanistan, Uganda, Äthiopien, Nigeria, Guinea, Ghana, alle möglichen, also wirklich sehr, sehr weit gestreut. Und natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die mit sehr verschiedenen Bedürfnissen und auch Hintergründen, sprachlich wie gesellschaftlich, einfach auch da sind. Und ich glaube, ich habe noch nie an einem Ort gearbeitet, der dermaßen viele intersektionale Probleme vereint hat. Aber es ist gleichzeitig ein sehr, sehr schöner Ort, weil es ein großes Bedürfnis nach Community gibt und viele Formen finden, sich kennenzulernen und auch eigene Vorurteile zu bearbeiten. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt der Queerbase ist die Community-Arbeit und ich finde es auch sehr großartig, wie die Wiener Community-Organisationen uns auch unterstützen. Also ich kenne auch bisweilen noch kein so massiv wertgeschätztes Projekt. Also ich finde das auch in der Community sehr schön. Aber wir müssen halt auch sehen, wie der Rassismus oder auch Islamophobie in unserer eigenen Community auch Keile treibt zwischen uns. Und da gibt es auch einiges zu tun an Auseinandersetzungen, an Kennenlernen, an Möglichkeiten, auch ja sowas wie ein Safe Space und Healing oder halt so eine Auseinandersetzung auch zu schaffen. Um diese Lust am Leben, die dann immer da ist und diese Freude, sich zu sehen und das feiern können und Mut haben, auf die Parade zu gehen zum Beispiel. Das sieht man bei der Queerbase, hat sich extrem entwickelt von kleinen Gruppen, sehr anonymisiert zu großem Truck letztes Jahr bei der Europride. Und das sind halt auch sehr, sehr schöne Momente von zusammenkommen. Mal schauen, wie das jetzt diesen Sommer wird. Ja, wir hoffen alle, dass es trotzdem ein buntes Spektakel gibt, von dem wir alle Sichtbarkeit zeigen können. Und wir haben gerade eine Frage reingekriegt von Naomi und sie fragt, wie kann man Queerbase als Außenstehender unterstützen? Also was können wir tun, um es euch angenehmer zu machen? Ja, ich meine, eines ist auf jeden Fall auch einmal ein großes Dankeschön an alle, die ob kleine oder große Spenden uns unterstützen, weil zum Beispiel die Rechtsberatung großteils ehrenamtlich ist und wir haben halt eine Person, die eine Teilzeitanstellung hat und die fast immer ausschließlich aus Spendengeldern finanziert wird. Das ist sehr banal, aber es ist einfach wirklich so, dass da gewisse Kolleginnen und so einfach auch bezahlt werden. Auch unsere Kollegin, die Fasi spricht, ist großteils aus Spendengeldern bezahlt. Das ist extreme Hilfe, weil wir versuchen halt auch ein Team zu sein, das aus verschiedensten Kontexten, Sprachen, Identitäten besteht. Und die Finanzierungen sind halt dann auch aufzustellen. Das andere ist, wir haben eben, wer zum Beispiel sagt, ich bin juristisch interessiert, studiere Jus, bin selber queer, bin interessiert an Rechtsberatung. Wir haben eben ein Team an freiwilligen Rechtsberaterinnen. Es gibt ein Team an Wohnbuddies. Das ist aus einem Projekt hervorgegangen, das hieß Home Queer Home.
weil wir gemerkt haben, dass auch nach Anerkennung als Asylsuchende Leute es hier sehr schwierig haben, Wohnungen zu finden oder auch WG-Zimmer, weil eben als arabisch sprechende Transfrau man eben an diversen Orten Schwierigkeiten hat. Also das weiß eh jeder schon grundsätzlich aus der Trans-Community, wie schwierig es ist, wenn zum Beispiel die Papiere und das Erscheinungsbild nicht zusammenstimmen. Und dann halt fehlt halt die eigene Herkunfts-Community meistens. Also die anderen Netzwerke, die für Refugees funktionieren, nämlich die eigene Herkunfts-Community, die syrische Community etc., das fehlt halt bei den vielen. Und da gibt es immer noch aus dem Projekt Home Queer Home die Wohnbuddies, die helfen beim Wohnungssuchen, beim Zimmerfinden. Und das ist auch sehr wichtig, weil das halt viel buchstäblich Türklinkenarbeit ist und auch Bestärkungsarbeit. Wir haben auch queere Übersetzerinnen. Also das Team besteht hauptsächlich aus queeren Refugees in den Sprachen Bangla, Arabisch, Farsi, Urdu, Französisch. Das sind so die Hauptsprachen mal, sage ich, Russisch natürlich. Und da, wenn jemand sagt, ich kann gut eine Sprache und in die andere übersetzen, kann man sich natürlich auch engagieren. Das Team selber hat die Voraussetzung, dass die Personen queer sein müssen. Wir sind fast nur queere Leute. Es gibt die Quoten, Heteras. Aber sonst quasi sind wir eine sehr queere Base. Es gibt auch ein so Freizeitteam. Also jetzt war das natürlich etwas schwierig. Es gibt die Queer Base Buddies, wo es auch eigentlich ein Queer Base Buddy Café gibt immer donnerstags. Manchmal eben Fußballteam gibt es genauso, leider. Also sonst ist immer der Ute Bock Cup der Moment des Queerbase Teams, um in der Öffentlichkeit einmal zu kicken. Das ist jetzt leider eben, hat leider auch nicht stattgefunden, aber wer mit der Queerbase kicken will, kann das gerne tun. Also so in die Richtung, es gibt Schwimmkurs, Deutschkurse, wer zum Beispiel Deutsches Zweitsprache unterrichten möchte, gibt es auch, wenn es wieder mehr Möglichkeit gibt, sich zu treffen, auch die Möglichkeit, sich so zu engagieren. Ja. Okay. So gibt es viele, viele Aktivitäten, die möglich sind. I would like to add to. Yes, please do. Also, for instance, the mental health project. For instance, we are starting the music therapy, and I would like also to extend to the community if they think in any way leveraging our own resources and our own expertise on this area. So if there is anybody who identifies as queer, who's specialized and licensed also to do this cognitive therapy or different kinds of approach for mental health. We really highly appreciate if people approach us and then leverage that leverage their expertise to help us. We're also trying to create a network of therapy. People who do therapy more queer friendly, and if people can just approach us to build that network, and if people also wants to have, we're planning also to start a pet buddy. So if people who has pet and wants to have time with people, like you know, for instance, as a refugee, most of the times we cannot afford to have a pet. But like our background is very, like, you know, I grew up with a lot of animals around me, and my ability to have animals here is a bit more restricted. So if people have animal, pets, and wants to start, also wants to come and join us on this pet buddy, and
join us into a walk and getting to know with our clients and then, like, you know, building this belongingness to the community and creating this bigger family that is more compassionate and understanding and loving. Thank you. Okay. Also das klingt für mich danach, dass ihr nach den Asylbescheiden auch noch weiterhin Kontakt habt zu den Personen, was total schön ist, dass ihr da wirklich ein Community-Gefühl aufbaut, ja, und die Leute nicht einfach irgendwie in der Luft hängen. Und wir haben noch eine Frage hereinbekommen von Walter. Und er hat die Frage gestellt, hat die Queerbase offene Forderungen an den Staat oder die Bundesländer? Und gibt es Gesetze oder Regeln, die noch verbessert werden müssen, um LGBTIQ-Refugees besser zu schützen? Das sind eigentlich zwei Fragen. Aber ja, ich meine, du hast das ja auch schon ganz kurz angesprochen. Es ist natürlich, es fängt einmal an beim Antrag stellen. Da wäre es einfach extrem wichtig, dass Menschen wissen, dass sie unter dem Titel sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einen Asylantrag stellen können. Wir haben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass auch teilweise die DolmetscherInnen hier falsche Auskünfte gegeben haben, wenn Leute gefragt haben, darf ich das sagen? Und sie gesagt, nein, sag das auf jeden Fall nicht. Also das ist eh schon eine ziemliche Hürde, das beim Erstantrag zu stellen. Aber da wäre natürlich die Forderung, einerseits in die Ausbildung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu investieren und aber auch Sensibilisierung von der Polizei, um vulnerable Gruppen wie LGBTIQ also zu erkennen. Das bringt mich zu dem Problem, also es gibt eine offizielle Auflistung von wer ist vulnerabel im Asylverfahren. Das sind zum Beispiel unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Menschen mit Foltererfahrung, Opfer von Menschenhandel und andere. LGBTIQ sind da noch nicht dabei. Und das ist zum Beispiel auf europäischer Ebene etwas, wo es sehr also lange Verhandlungen gibt auf der politischen Ebene. Es schaut nicht schlecht aus, aber es ist trotzdem noch etwas, das in die Richtlinie rein müsste, damit es dann auch in der Unterbringung und in den Strukturen in den Mitgliedstaaten der EU auch gewisse Standards gibt. Ja, da wäre dann natürlich auch die Frage, wie ist es zum Beispiel mit dem Dublin-Verfahren, wie ist es, wenn ich in einem Land bin, das de facto selber sehr rigide gesellschaftliche oder politische Strukturen hat, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Ungarn schauen, wo womöglich Transitioning jetzt wirklich einfach nicht mehr möglich sein wird, auch für die reguläre ungarische Bevölkerung, dann ist natürlich fragwürdig, ob jemand dort aufgrund von seiner oder ihrer Trans-Identität überhaupt Asylantrag stellen soll, weil ich kann dann ja nicht einmal in diesem Bereich dann Papiere bekommen, die entsprechend meiner Identität sind. Also das heißt, da würde dann auch zum Beispiel eine frühe Erkennung, Dublin-Verfahren, also ich kann rechtlich das Dublin-Verfahren aussetzen und sagen, ja, ich nehme diesen Asylantrag an, auch wenn die Person über Ungarn zum Beispiel gekommen ist. Ein großes Problem, mit dem wir mehrfach wöchentlich zu tun haben, sind die geschlossenen Grenzen. Sind auch die Hotspots in Griechenland oder eben dann auch die Situation in Libyen. Das heißt, wir bekommen wöchentlich E-Mails von Personen, die in der Türkei gestrandet sind, die in Libyen sind, die in Ägypten sind, Menschen, die auf irgendeiner griechischen Insel sind, auch mit UNHCR versucht haben, rauszukommen, zu sagen, ich brauche diesen Schutz und es aber gar nicht hinter die Grenzen Europas schaffen, um hier ein Asylverfahren zu bekommen. Also ich glaube, wir sollten mindestens die Hotspots in Griechenland so weit auflösen. Das betrifft eben viele Kinder genauso wie Erwachsene und da jedenfalls mal mit vulnerablen Gruppen anfangen
und da würden natürlich LGBTIQ-Refugees dazu zählen. Es ist unvorstellbar, was zum Beispiel für Transpersonen es heißt, in solchen Unterbringungen, ich weiß nicht, ob man sie Unterbringungen nennen kann, aber unter solchen Zuständen zu leben und sich verstecken zu müssen und keine Möglichkeit haben, irgendwie Schutz zu finden auch, weil de facto passiert da sehr wenig an Verfahren, leider. Und dann ist in österreichische Gesetze, ist es natürlich so, uns eines der Probleme, die wir jetzt haben, ist, dass es fast sehr schwierig ist oder schwierig geworden ist, Menschen aus den Bundesländern zu transferieren nach Wien. Das heißt, die wurden so massiv illegalisiert, dass da viele eben aus der Grundversorgung rausfallen und aber nicht mehr aufnehmbar sind, obwohl Wien zustimmt. Also das heißt, auf Ebene des Bundes ist da eine sehr rigide Umgang, also mit dieser Wohnsitzbeschränkung. Das heißt, man muss die Unterkunft nehmen, die einem zugewiesen wird, auch wenn ich dort nicht sicher bin. Das ist zum Beispiel etwas, das leider, wo die letzte rot-schwarze Regierung quasi noch die Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen geschaffen hat, die jetzt natürlich auch vollzogen werden. Da gibt es natürlich dann das nächste, I'm sorry, es ist leider so, das nächste Dilemma ist die Abschaffung der unabhängigen Rechtsberatung. Das heißt, ich glaube, 3 Tage vor Ibiza wurde noch ein Vorhaben durchgebracht im Parlament und es wurde zwar sehr viel bekämpft, das ist die BBU, die neue die Bundesbetreuungsagentur. Und damit einhergehend eine Rechtsberatung, die von Bundesbeamtinnen dann in der zweiten Instanz gemacht wird. Das heißt, die Rechtsberatung der Diakonie und der Volkshilfe, die wirklich exzellent gute Arbeit geleistet haben, wird mit Ende des Jahres vorbei sein. Das heißt, für uns auch eine extrem große Belastung auch, weil wir natürlich wollen, dass die Menschen auch vor dem BVBG gut vertreten sind. Das ging bisweilen wirklich sehr, sehr gut mit der Diakonie-Rechtsberatung. Gab es eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit, auch mit der Caritas und den Rechtsberaterinnen dort, die das noch irgendwie versuchen zu finanzieren. Das war nie staatlich finanziert. Und das ist ein großes Problem. Ein weiteres Problem, und dann mache ich dann Schluss, weil wahrscheinlich gibt es noch 70, ist die Vorstellung im Regierungsprogramm der aktuellen Regierung, dass es zu Schnellverfahren, es hieß im Regierungsprogramm an den Grenzen Österreichs, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber halt fast sogenannte Fast-Track-Verfahren, also Schnellverfahren geben soll, um innerhalb kürzester Zeit festzustellen, ob jemand ein Asylverfahren in Österreich haben kann. Da geht es dann oft schon so um 48 Stunden. Und wenn wir uns vorstellen, was es heißt, sofort vor einer Polizeibehörde ein Coming-out zu haben, zu sagen, warum man hier ist, ist für viele sehr, sehr schwierig. Und wenn es um die Dauer von Asylverfahren geht, bin ich eher immer so, nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz. Also 6 Monate für Personen, um auch ein gewisses, also weil manche schaffen es nicht am Anfang gleich zu sagen, was ihr Asylgrund ist. Und dass sie das dann in kürzester Zeit, innerhalb von 2 Tagen soweit formuliert haben sollen, ohne wirkliche Unterstützung, in einem geschlossenen System, ohne Zugang zur Community. Das wird einfach ganz massiv diese Gruppe aus der Möglichkeit des Asylverfahrens rausdrängen, weil es viele einfach gar nicht schaffen werden. Das ist ein... Wenn das so kommt, wie es im Regierungsprogramm ist, wird das massiv schwierig. Ja, und es geht ja gar nicht rein um die sexuelle Orientierung, sondern auch die ganzen Traumata, die die Menschen aufgrund dessen während der ganzen Flucht erfahren haben. Ja. Und dass man da dann nicht offen sprechen kann vor wildfremden Menschen, deren Sprache man vielleicht auch gar nicht versteht, ist eigentlich nachvollziehbar. Ja. So. Wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen von Maya. Und zwar,
Was haben wir da? Genau. Die Frage würde ich gerne Faris stellen. Und zwar Maya fragt, es gibt ja manchmal den Vorwurf, dass es Flüchtlinge gibt, die eine andere Sexualität vortäuschen, um Asyl zu kriegen. Was denkt ihr von solchen Vorwürfen und gibt es sowas überhaupt oder ist das nur medial? Also wird das nur von den Medien aufgebauscht oder gibt es wirklich Menschen, die eine sexuelle Orientierung einfach vortäuschen? I wanted to get it right. Can you translate it, Martin? Sure. The question was if there are people like who are only saying that they're LGBTIQ to have a better chance to get asylum. I think that's the first part. And what was the second part? The first, was there another part? There was also another part. What are you thinking about those people who are, making such a confession? Yeah, I'm gay, I'm trans, whatever. So I get there soon. Personally speaking, I think people cannot just say for the sake of to get asylum seeking process, I'm trans. because it's a very heavy things to go through, and then it's also manifesting on so many different ways, and the basic characteristics of being one, having that expression and also identity is very unique and which puts people's life in danger. But it's a very tricky question. It's a very important question at the same time, but also a very tricky question because our systems, the current systems that we are living here in Austria, for instance, or all over the world, is designed to reject people and is designed for us to constantly to prove ourselves to be worthy enough of to be saved. So it's absolutely very important when we ask such kind of questions to base ourselves in that kind of mentality and mindfulness, but also going forward with the question. Personally, I get, because I am an activist who advocates for liberations of my queer siblings and any bit, any allies, they can call themselves an ally or straight peoples who in the, for instance, from the country that I came, Ethiopia, who's been silent on our discriminations and the violence that we face as a queer body, and being in a space where comparatively they would get an advantage of getting an asylum because they say they identify as this or that. I critically see it in a way of even your silence is part of the evaluation. I mean, part of the violence that I faced personally, part of the problems that I'm trying to mitigate and to liberate my queer siblings and myself. So I get very personally irritated and very emotional about it because I know people die because of their silence. I know people die because of their contributions for the discriminations and violations that we face. So it is not okay, absolutely okay. But also, I'm also a very strong advocate for the fact that also how our system is designed, how these systems, the asylum seeking process is also designed to reject people, to constantly for us to prove whether we're worthy enough to be saved, whether we're worthy enough to be queer, whether we're worthy enough to be lesbians, gay, bisexuals, transgender, intersex and all. And then, because it has levels of proving that we have to do.
we have to prove that either our families is discriminating us and putting our life in danger. The society, the government, levels and levels of proving that we have to do to showcase our worthiness of to be saved. So it's a very tricky question that need a lot of mindfulness. I wouldn't just simply say, no, it's just this or that. We need to base ourselves with that kind of mentalities and say and challenge the systems to be more open to understand the spectrums and how complex it is to be gay, to be lesbians, to be bisexuals, to be trans and gender non-confirming and non-binary. While we are doing that, at the same time also, we really need to question people who are trying to take advantage of the pain other people went through. And so in all honesty, which makes, and you know, in all honesty, it's like, you know, the system that we have in West or like, you know, in a global north, be it Austria or US or anywhere in the world, it's not that suitable for people to just simply come and then just say, ah, oh, I'm a queer, and then get that process, because we have so many cases in queer bays in so many different parts of Austria where really, really queer refugee asylum seekers who are also part of a society which discriminate them while they were seeking asylum and being in camp here in Austria or anywhere in the world. And then them, they really need to be really brave and strong that to come out and say, like, you know, to ask asylum, because it's also like, you know, it's also like, you know, it needs a lot of courage for people to say even, I'm queer, I am gay, I am lesbian, that's why I am asking for this asylum. That by itself is coming out, that need courage, that need a lot of work, that need a lot of confidence. So it's a very complex question that we cannot just simply answer by yes or no, or by simply saying like, you know, oh, I get so offended when people do that. So it's a very, it's very sensitive. I don't know, I can, like, you know, I cannot simply just say that, but like, we really need to just, like, you know, grasp so many things and be mindful, more importantly, and compassionate about why people are doing that. Ja, ich würde da voll unterstützen, was du sagst. Es ist eine Frage, die sehr, sehr häufig, also die fast immer kommt. Das ist auch nicht verwunderlich in einer Gesellschaft, die sehr massiv darauf aus ist, Menschen diesen Zugang zum Asyl an sich abzusprechen. Und diese Missbrauchsdiskussionen sind sofort auch immer da. Ich würde vielleicht ganz kurz nur mal sagen, eine Behörde wie das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, die, sagen wir mal milde, über 40% falsche Bescheide ausstellt und die dann bei Gericht behoben werden, und das Gericht ist sicher keine einfache Spielwiese, dass eine Fehlerquote von über 40% nicht bei uns allen die Alarmglocken schrillen lässt, das ist eigentlich das, was mir mehr Sorgen macht, als, ich weiß nicht, 2-3 Leute, die irgendwann mal mit dem Satz, ich bin schwul, ich bin lesbisch, Asyl bekommen haben, obwohl sie nicht zur Community gehören. Für uns ist es als Queerbase extrem wichtig, dass wir Menschen unterstützen, die Teil der Community sind. Aber wir sind weder der Papst noch die Polizei. Und wir versuchen wirklich auch eben das, was du sagst, Faris, in Anbetracht dessen, dass da Menschen ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um hierher zu kommen, aus diesen Gründen genau diese zu unterstützen. Wir haben auch nicht endlos Ressourcen. Wir wollen wirklich genau, dass die LGBTIQ-Communities aus diesen Ländern, wo sie bedroht werden, unterstützt werden. Und das ist natürlich nicht so, dass man das immer hundertprozentig sicher sein kann. Wir diskutieren das auch immer wieder, aber wir diskutieren das sehr, sehr ernsthaft, weil es eben auch darum geht, Respekt zu zollen denen,
die unsere Hilfe brauchen. Dass das Menschen manche versuchen, ist, kommt vor. Wir haben auch schon Leute weggeschickt, weil wir gesagt haben, nein, sorry, das wird so nicht gehen. Das andere ist, und das ist auch wirklich, diese Kämpfe gehen weiter hier. Also ich denke jetzt nur zum Beispiel an die Vorstellungen von Erkenntnissen vom Gericht, was Nigeria betrifft, wo es 14 Jahre Strafandrohung gibt, im ganzen Land, im Norden die Todesstrafe. Und obwohl Homosexualität vom Gericht geglaubt wird, gibt es kein Asyl. Also wir haben einen lieben Freund, der, ich weiß nicht, 10, 11 Jahre im Asylverfahren ist. Seine Homosexualität wird geglaubt, aber die Verfolgung soll nicht genug sein in Nigeria. Das heißt, wir haben eigentlich mit ganz großen Problemen zu tun, die sehr strukturell sind. Wir haben eine Behörde, die sehr viele Fehlentscheidungen trifft. Wir haben Bias, also eben Homophobie, Transphobie, Rassismus in diesen Strukturen. Wir müssen da ganz viel um dieses Verständnis ringen. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Unterstützung denen zukommen lassen, die Teil der Community sind. Dass manche es probieren, ja, das ist sicher so. Ich glaube, sie kommen auch nicht zuerst zu uns. Ich höre eher von anderen Organisationen, die dann schon abwinken. Und ja, wir sind da, glaube ich, eher noch eine Hürde. Also wir sind ja auch in diesem Rosa Haus. Das ist für manche dann eh auch schon schwierig genug, hier in die Villa zum Beispiel zu kommen und da wirklich um Hilfe anzufragen. Aber ja, es ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber, dass die Zahl derer im Vergleich doch relativ klein ist. Okay. Ich danke euch für eure wirklich starken Antworten. Und das zeigt eben wieder auf, wie sehr es Aufklärung braucht in dem Bereich und wie wichtig eure Arbeit von Queerbase ist. Ja, wir reden jetzt schon ein bisschen über eine Dreiviertelstunde. Und ja, wir haben jetzt sehr wirklich spannende Themen, sind mal durchgegangen, quer durch die Bank. Und ich hoffe, dass wir den Zusehern draußen vermitteln konnten, was ihr alles jeden Tag wirklich leistet für die Community. Und wir werden auch das Spendenkonto in das Event einfügen, dass die Menschen dann gleich fleißig spenden können für euch. Ja, danke Faris fürs Dabeisein und auf alle Fälle schaut Afro Rainbow Austria auf Instagram und Facebook an. Genauso Queerbase hat auch einen Instagram-Account und einen Facebook-Account. Gebt dem Ganzen ein Like, es ist total wichtig, dass wir vielfältig in der Community sind. Danke Faris, danke Martin, dass ihr da wart, dass ihr mir die Fragen beantwortet habt. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Queer Talk, auf den Pride-Monat. Und bitte bleibt bei der Suche Österreich dabei. Und es kommen sicher noch einige Events. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Danke, Anna. Ciao. Ciao. Thank you so much.